Tja, grüß euch, seid auch schon da. Heute geht's wieder in eine Pflanzenvorstellung. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und heute gibt's einen weiteren Teil der Pflanzenvorstellungen. Letztes Mal war das Thorogyne repens dran. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal eine echte Wasserpflanze. Da habe ich auch so wunderschöne Töpfchen da. Ich muss euch die gleich zeigen. So sieht es gar nicht so beeindruckend aus, aber schaut mal. So sind sie wunderschön. Die Plyxa japonica, ganz tolles Gewächs. Die schauen wir uns jetzt im Detail an. Ist das nicht eine wunderschöne Pflanze? Ein Evergreen. Plyxa japonica oder japanisches Fadenkraut. Hier habe ich einen Topf stehen, hier ein Invitro. So wie immer sieht der Invitro nicht ganz so beeindruckend aus. Tja, was kann ich euch erzählen? Die Plyxa japonica ist eine echte Wasserpflanze. Was heißt das jetzt? Die anderen sind ja auch echt, ne? Ja, schon. Aber echte Wasserpflanze meint, dass diese Pflanze keine immerse Form hat, also nicht überhalb des Wassers, also immers, ne? Über der Wasseroberfläche, keinen spezialisierten Wuchstyp dafür hat und damit auch dort nicht wachsen kann. Die meisten unserer Aquarienpflanzen sind ja eigentlich Alleskönner, das heißt, die können sowohl über als auch unter Wasser wachsen, Plyxa japonica nicht. Ist eine asiatische, also Asien, Südostasien, das ist so Thailand, Papua, Indien, weit verbreitete Pflanze. Kommt aus so sumpfigen Regionen bzw. ganz langsam fließende Gewässer in der Natur. Kann von der Farbe variieren, also von, jetzt habe ich da eine prächtig grüne Portion, aber wenn man eher wenig NPK-Dünger nutzt und relativ viel Eisen zudüngt, und natürlich auch genug Licht dem Aquarium spendiert, dann kann die Pflanze auch deutlich röter ausfallen, ist also eine wirklich vielseitige Pflanze. In der Mitte wächst immer so ein kleiner Stängel, aus dem wachsen die Blätter raus, auch die Seitentriebe bilden sich aus dem Stängel, das heißt die Plyxa japonica, wenn sie einem zu groß wird, kann man sie einfach abschneiden und das abgeschnittene Teil, wie so oft, entweder nachsetzen oder wegschmeißen, denn der alte Stängel wird sich regenerieren, wenn es ihm gut geht. Die Plyxa ist ein echter Evergreen, die gibt es schon ewig im Hobby. Also seit ich so groß bin, gibt es die in jedem Laden. Ist eine wunderschöne Pflanze. Temperaturtechnisch wirklich anspruchslos, also von Kaltwasser-Aquarien, so ab 15, 16 Grad, rauf bis 32 Grad kann man die Pflanze gut halten. Ganz wichtig ist, eine helle Stelle. Es sollte doch eine kräftige Beleuchtung haben. Früher hat man gesagt 0,5 bis 1 Watt. Jetzt im Zeitalter von LEDs ist das alles ein bisschen schwierig zu beurteilen, denn manche rechnen in Lumen, andere haben jetzt wieder die Lux. Dann kommen wieder so Wahnsinnige, die verwenden weiterhin die Watt als Maß aller Dinge. Da will ich mich jetzt nicht so pauschalisieren, aber ich würde sagen, bei kräftiger Beleuchtung wächst die Pflanze gut. Insgesamt ist das saure Milieu ganz klar im Vorteil, also weiche Härte, also niedrige Härte ist, glaube ich, der richtigere Ausdruck dafür. Zur Gesamthärte von 4 bis maximal 10, Carbonathärte maximal 4, besser niedriger. Und auch der pH-Wert sollte im sauren Milieu, also unter 7 sein, dann wird die Pflanze gut bei euch gedeihen, wenn ihr eine CO2-Anlage habt. Ohne CO2 geht sie nicht direkt ein, kann man nicht sagen, also habe ich selber auch jahrelang versucht, aber sie wird nicht schöner. Also die Pflanzen neigen dann dazu, so ein wenig zu verkahlen und das ist halt immer ein bisschen nervig, weil dann schneidet man ständig den oberen Teil ab, der noch schön ist, steckt den wieder nach und 2 Monate später macht man wieder das Gleiche. Leute, da ist eine CO2-Anlage ganz klar im Vorteil. Zur Verwendung im Aquarium, also wie man so sehen kann, ist es ein wunderschöner Busch. Ich würde auch sagen, der Mittelgrund, der schreit einfach nach Plyxa japonica, ist eine ganz, ganz tolle Pflanze, um den Mittelgrund entweder flächig zu strukturieren mit so feinem Gebüsch oder halt so kleine Akzente zu machen. Ich würde sagen, so für Aquarien, ja, eigentlich ab 45 cm ist eine gut geeignete Mittelgrundpflanze. Geht natürlich auch in riesigen oder in winzigen Aquarien für diverse Zwecke, aber so der klassische Platz für einen schönen Busch Plyxa japonica ist wohl der Mittelgrund. Gerade in Kombination mit so grasartigen Bodendeckern finde ich es mega nice, weil die Bodendecker sind halt deutlich kleiner und zum Teil auch feinlaubiger. Und da macht so ein Busch mit einer ähnlichen Struktur von der Plyxa einfach richtig was her. Und zum Thema Wachstumsgeschwindigkeit, also an sich wächst die Plyxa japonica relativ zügig. Man muss halt sagen,
dass die Blätter sehr dicht aneinander gereiht sind und wenn da eine Blattreihe Wuchs passiert, dann sieht man das gar nicht so richtig, weil die Pflanze eben so kompakt wächst. Schneiden muss man sie, ja, ich würde sagen, je nachdem, wie man so düngt, alle 6 bis 8 Wochen. Apropos Thema Düngung, NPK-Dünger ist fast schon Pflicht, denn die Plüxe ist eine relativ hungrige Pflanze, die nimmt auch viel über die Wurzeln auf, das heißt, Düngetabletten sind hilfreich oder noch besser, ein nährstoffreicher Boden, also zum Beispiel Soil. Für alle, die unseren Kanal schon länger schauen, ihr wisst ja, wir sind große Freunde von Soil-Bodengrund. Auch die Plüxa japonica freut sich sehr über Soil, deutlich dichterer, satterer, schönerer und gesunderer Wuchs findet statt mit nährstoffreichem Boden. Das kann man allerdings auch mit Sand oder Kies realisieren, indem man Düngetabletten zusteckt. Beim Kies muss man nur darauf achten, wenn die Körner zu grob sind, dann tun sich die feinen Wurzeln der Plüxa schwer, da wirklich hineinzuwachsen. So, falls ich euch jetzt Gusto gemacht habe und ihr jetzt überlegt, in vitro oder Topf, dann würde ich sagen, mit dem in vitro macht man nichts falsch. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn man ihn kauft, so eine verwurstelte, zerknautschte, ein bisschen hässliche Plüxa ist da drinnen in so einem Pott. Dauert aber gar nicht lang, wirklich wenige Tage, dann habt ihr eine schöne Pflanze im Aquarium stehen. Ist echt erstaunlich bei den Plüxa-Pots. Allerdings, wenn euch so ein Topf aus einem Pflanzenaquarium anlacht, dann kann man da getrost zuschlagen. Der sieht halt instant gut aus, oder? Würde ich sofort in mein Aquarium setzen. Leute, ich hoffe, wir haben jetzt alles durch. Falls ihr noch Fragen habt, gerne ab in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüssi, Baba.